Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Laws. Wir sind hier in Düsseldorf zusammen mit meiner Schwester und ihrer Familie im Ratschlägermarkt. Ich nehme euch mit, viel Spaß beim Zuschauen. Ein alter Briefkasten. Richtig schön, oder? Wow. Ja, gut, war ja jetzt. Wow, der ist wunderschön. Also der ist riesig, Leute. Da haben wir auch so einen Innenbereich. Also hier die eine Hälfte und hinten ist noch eine Hälfte. Also, und wir haben eine schöne Zeit erwischt. Ist gar nicht so voll gerade. Richtig schöne Bilder da hinten. Wow, der ist riesig. Auch der Rahmen an sich. Aber am liebsten finde ich diese Staffelei. Die wird bestimmt nicht verkauft. Yep, wird nicht verkauft. Boah, was sagt jetzt zu dieser Bank? Ist das ein Holzbank? Ja. Also zwei Stühle und ein Tisch kostet wohl 40 Euro. Mhm. Welche Stühle hat es, ne? Handeln. Otsuzöle. Otsuzde? Lackieren nicht das? Ja, kann man echt lackieren. Aber ich glaube, Pardon berühren? Nein, haben wir nicht so viel Platz. Ey, wir müssen, die kann man zuklappen. Ja. Den kann man, also den Tisch kann man auch zuklappen, ja, oder? Den Tisch kann man auch zuklappen. Dann kann man die Beine so auf Seite machen, dann kann man die Beine runterklappen. Was wäre der letzte Preis denn? Ja, mein Schatz. Also die Sachen neu kosten so um die 200. Ja. Ich habe jetzt, was habe ich gesagt, 40 Euro. 40, genau. 35 Euro. 35. Also die Bank kostet 35 Euro, die gefällt mir, den kann man auch schön zuklappen. Mal schauen. Was ist das denn? Oha, richtig cool. Mama. Ach, mein Papa hat damals auch Briefmarken gesammelt. Krass. Ungarn, Polen, Italien, Kanada. Also Balkonmöbel findet man hier richtig viel an Auswahl. Tische. Serviertische, also von den Serviertischen schon mal richtig viel. Hallo! Also wer als Deko solche alte Sachen sucht, zum Beispiel der hier sieht schön aus. Ich habe sowas schon sehr oft gesehen hier. Haus von den Simpsons. Ja, ich glaube das stimmt. Guck mal, ja. Du hast recht. Also hier, das gefällt mir. Sieht fast wie Valerie Bock Fasan aus. Wie viel das kostet? Wie viel soll das Set hier so kosten? Nur den Teller? Nein, als Set. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile das genauso. Okay. Sehen wir mal ab. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Serviertteller noch. Da
1, 2, Schrank. 6, 7. Ah, der ist kaputt. 1, 2, 3, 4, 5 davon. 5, 5, ja. Also ich entscheide mich erstmal hier dagegen, weil ich mir das in grün wünsche oder blau. Aber die Farbe gefällt mir auch, aber da fehlen mir so. Ich weiß gar nicht. Ich suche erstmal nach grün. Also 12 Stück sollte 10 Euro kosten. Und hier haben wir jede Menge Make-up. Andere Make-up-Kolonium sind immer halt. Andere sind Make-up-Kolonium. Sind andere Make-up-Kolonium. Sind andere Dual-Gesell, oder? Ich gehe nicht auf die Schilder. Guck mal hier. Lippenstifte. Was ist das denn hier? Metallic Lippenstifte. Wow, der ist süß. Ah, was hast du da gesagt? Also ich finde, hier findet man extrem viel an Möbel, Stühle, die mich ansprechen. Zum Beispiel, ich finde das auch schön. Schön in einer anderen Farbe. Aber das gefällt mir am meisten, diese Kombi. Da sind sogar zwei dabei. Wow. Die drei. 75. 75, okay. Danke. Na, was willst du mir zeigen? Wildschwein. Ein echter Wildschwein? Ja. Ist das so? Oder oh, sieht echt gruselig aus, oder nicht? Ja. Sieht gruselig aus. Das stimmt. Gucken wir mal weiter. Und wie findest du die Puppen? Auch gruselig. Dämme, das stimmt. Ja, dann guck mal, welcher den Frage macht. Den Ritter. Entschuldigung, wie viel kostet der Ritter? Da ist auch noch einer. Das sind 8 Euro? Guck mal, hier sind 8. Kann man die absetzen? Kann man den Ritter absetzen? Ja, ich denke schon. Ah, ja. Die Jungs bekommen jetzt Figuren. Okay, zweimal Ritter, glaube ich. Ein Ritter? Auch ein Ritter. Damit du mit A spielen kannst. Guck mal, dann gibt es diesen blauen Ritter, diesen Ritter. Welche Flagge hat er gesehen? Mit der Flagge der. Diesen Ritter mit der Flagge. Ich habe gerade den Cowboy. Cowboy hast du? Edelstahl. Outfit of the day. Ich habe mich eigentlich komplett weiß angezogen. Schön kuschelig. Einen Schal und einen etwas dickeren Trenchcoat oder Jacke. Und eine seitliche Tasche für die Trickdiebe. Und ja. Das sind meine Lieblingsschuhe. Ich liebe diese New Balance Sneaker. Wirklich, die sind sehr, sehr bequem. In love. Die Holzschale gefällt mir. Eine Salatschale vielleicht. Als Z 28 Euro. Einmal drüber. Ah. Welche Flagge ist das? Da fragst du mich. Eine kreative Schleichflagge. Wir können mal später im Internet gucken, okay? Und du? Einmal so ein bisschen. Wo war das? Genau das hier. So was Grünes. England. Ich habe auch eben passend dazu die Tasse gefunden. Also, oder nee. Jetzt zum Beispiel, oh mein Gott. Ich kann mir die alle schön lackiert richtig toll vorstellen.
Wie viel wollen Sie dafür haben? 3 Euro. Schaut euch mal die Box an. Die könnte man auch selber machen. Oh mein Gott, wow. Boah, die schönsten Rahmen habe ich jetzt hier gefunden. Okay, ich komme. Jetzt gehen wir in den Innenbereich rein. Also ihr merkt, es ist gerade mehr, es ist voller geworden. Schaut mal, was ich gefunden habe für euch, damit ihr wisst, wann ihr noch hier rein könnt. Also das ist immer am Anfang des Monats, am ersten Sonntag. Und wir haben jetzt April. Und was ist das? Spider-Man. Ja, und was kann der alles? Kann er die Hand bewegen? Die ja. Beine? Oh, schön. Mir wurde gar nicht. Richtig schön. Mir wurde gar nicht. Wie ihr wollt, ich bin für alles da. Mit allem einverstanden. Also innen ist alles irgendwie schöner, habe ich das Gefühl. Achtet auf eure Wärme. Taschendieb ist wohl unterwegs. Alles nach vorne nehmen und hier beim Rucksack ist eh nichts. Ist leer. Ich liebe auch so. Ich liebe Holz. Aber schon der Schutz hat. Ah, aber das ist richtig schwer. Guck auf. Aber Schutz ist Deko einfach. Mhm, oder? Das ist Stolz. Fernsehen, ach so? Richtig cool. Aber wir sollten auf. Wir passen auf. Oh, die sind alle zu groß. Oh, richtig schön. Bügler, eigentlich der Sinnschäler wunder. Schöne. Der Erkick ist eigentlich schon hat Büg. Aber hier sind auch kleine. Ist das schon? Dimmer. Die sind auch kleine. Kleine? Nein, ich meine nicht das. Von der Größe her meine ich. Wunder Ajaba. Eine Flagge so. Aserbaidschan. Und das sind, glaube ich, selbstgemachte. Man kriegt zwischen mit Händen Augen. Bären, die Kleidung leider zu groß. Und das ist schön. Also, wir haben hier auch so einen Blumenabteil. Da komme ich gleich hin. Oh mein Gott, wie meint ihr denn? 2 in 1. Wie viel sollen die Vasen hier kosten? 25 Euro, mhm. 15 Euro. Leute, der Innenbereich ist extrem groß. Wir wissen gar nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Es geht
geht immer noch weiter nach hinten, Leute. Das endet nicht. Der Hala Arkeologie Dios. Der Taschenlieb muss böse sein. Ja, ich hab mich. Also, meine Schwester hat eine richtig schöne Lederjacke gefunden. Die ist echt schön. Aber die ist echt schön. Wie das sind Größen, ne? Trotzdem ein bisschen oversized durch diese Albanje. Wegen den Fledermaus. Vierten Source, ne? Ja, aber çok beğendiysen çaktırıyorsun. Hep sana kötü fiyat söylüyorlar. Wie teuer ist der? 65. Echt Leder demek ki. Ja. Autsch. Ich glaube, denemeyelim. 65. Oh Mann, no. Wenn das nicht echtes Leder. Ich habe Kopftücher entdeckt. Schön, one size. Ich traue mich nicht nach dem Preis zu fragen. Das ist so ein sehr schöner Stand. Der kostet bestimmt alles mehr. Aber ich traue. Wow, der ist auch schön, Leute. Wie hier, da sind zwei. Einmal so ein grüner. Moment, ich zeige Ihnen das mal. 39. Die sind neu, ne? Ja. Genau. Auch neu? Ja, super. Die sind wohl aus Seide, das merkt man aber auch direkt. Nein, ich möchte hier nichts Neues kaufen. Aber wow, ist richtig schön. Stellt euch mal so in Kombi vor. İçinde de rengi olması güzel. Oh mein Gott, das ist richtig. Aber ich glaube, das ist echt nicht für Erwachsene. Ich glaube, das ist für Kinder, ne? Ja. Amerika, ich glaube, das ist auch diese Marke, ne? Alles. Nein, ah. Genau. Das ist original, Leute. Da bin ich mir sicher. Man erkennt das direkt hier an der Zahl. Entschuldigung. Wie viel soll der hier kosten? Also die MCM-Tasche, kleine, originale, sollte 150 kosten. Sie meint aber, man kann noch handeln. Ja. Hey. Er will auch. Hallo. Blumen. Welche Blumen findest du am schönsten, Emer Halil? Die da. Die hier? Die finde ich auch sehr schön, ehrlich gesagt. Aber das sind auch sehr schöne Papagei-Tulpen. Die 8 Euro. Die habe ich nicht gesehen. Hm? Die habe ich nicht gesehen, die Papagei. Die sind auch schön, ne? Guck mal, lass uns doch mal hier noch bei dem Schmuck. Wie bitte? Nein, die kannst du Emer Halil gesehen haben. Ja, ich kenne auch schon. Den habe ich gemacht. Auch die, ja. Schaut mal, eine schöne Laterne. Ja, ich habe schon gesehen, die Laternen. Das ist wohl 10 Euro. Darf ich? Oh. 10 Euro, die ist echt süß. Also mit Glas kann ich gar nichts. Ich habe mich jetzt für die beiden entschieden. Hallo. Mit Blümchen. Tam Lederjacke için geri geliyorduk. Und jetzt sehen wir, dass das gerade jemand sich anschaut. Einfach zur Seite und gucken. Ich glaube, wenn die das hören, wie viel das kostet, werden die das eh nicht kaufen.
und dann können wir das anprobieren. Du hast nur noch ein bisschen Prozent. Also wir haben gedacht, dass das echt Leder ist. Also so hat sie das gesagt, aber jetzt hat die Verkäuferin gemerkt, dass das nicht echt Leder ist und hat jetzt am Verhandeln. Aber ihr passt das jetzt nicht so ganz von den Ärmeln, sieht kurz aus. Das heißt, du kannst es anprobieren. Bitteschön, du musst jetzt mich aufnehmen. Okay? Dann genau, Finger weg. Dankeschön. Wie das alles getan? Danke. In der Arbeit. Was sagst du? Er wird halt dieselbe. Er nickt. Doch, also die Knöpfe. Kann man ändern, die Nieten hier ändern. Ist das zu weit unten? Guck mal, schade. Nein, nervig. Ist okay. Nein. 4 Meure. Ist okay, oder? Ja. Das ist auch. Ja, Alter, das ist auch. Das ist auch. Für 20 Euro. Noch eine Jacke. Schöne, lange, schön große Jacke. Von mir ist es 1000 Euro. Wie eine Evercreme. Machst du? Oh, gut, wärmig. Das ist ein Gebet im Größen. Das ist okay, wie geht die? Okay. Das ist viel, viel schöner, die Blüte. Wie viel soll der hier kosten? Aber ich habe noch nicht Danke, Schatz. Ich bedanke mich. Wir sind jetzt wieder draußen. Ein Zwischenfazit. Ich habe auch so einen Bilderrahmen für 1 Euro mitgenommen. Ich habe gar nicht viel, ich habe wirklich nur 3 Teile mitgenommen, aber wir sind jetzt nicht mal bei der Hälfte und ich habe mir die Stände nicht so detailliert angeguckt wie sonst. Er will immer hier Hallo sagen. Schöne Hallo. Ja, also ich bin noch nicht fündig geworden, aber ich weiß auch gar nicht, was ich suche. Mal gucken. Aber richtig schöne Sachen sind dabei. Eher so antik und preislich gibt's alles. Teuer ist wenig. Zum Beispiel könnte man hier Polster einfach ändern, Farbe ändern, nochmal lackieren. Ein sehr schöner Schaukelstuhl oder einfach so ein Sessel. Oder falls ihr Teppich braucht, findet man hier auch richtig viel. Ich finde den hier schön, aber der ist schon richtig alt mit Löchern. Ja, die kommt das. Die Kids haben sich Pommes geholt. Lecker. Apitos, schmeckt das? Ich finde den hier richtig schön. Der ist kaputt, aber man könnte das ganz einfach abnehmen und nochmal neu dran machen. Die Sitzfläche ist stabil. Ist auch schön aufklappbar, also zuklappbar. Ein sehr schöner großer Stand. Die sind hier nicht kaputt, aber dafür wollen die 100 Euro haben. Ich hab den
Taschendieb gesehen. Nein, das kann gar nicht sein. Jetzt ist er schon weg. Schade, dass er davon nicht zwei hat. Dumbledore, der LG Bullard. Wir sind jetzt wieder bei dem Stand angekommen, Leute. Wir hatten ja eben verhandelt, wo ich die Bank gezeigt habe. Ach, die Bank ist schon weg. Ich hatte euch ja eine schöne große Holzbank gezeigt. Oder das war das die? Naja, wir werden jetzt hier wieder versuchen zu verhandeln. Also, wir haben jetzt diesen Set für am Ende doch für 30 mitgenommen. Ach, das steht auch so. Okay. Ach, guck mal, perfekt zum Mitnehmen. Sehr schön. Und das habe ich einfach so dazu bekommen. In 5 Minuten bin ich zu Hause und ich dachte, ich mache mal hier ein Feedback, wie ich es empfunden habe, ob ich es empfehlen würde. Ich fand es cool. Also, das ist wirklich einmal im Monat. Und ja, ich werde beim nächsten Mal mit dem Auto unterwegs sein. Meine Schwester hat einen sehr schönen Balkon-Set mitgenommen, habe ich euch gezeigt. Am Anfang hat er 45 Euro gesagt, glaube ich. Dann ist er auf 40, 35 runtergegangen. Dann haben wir eine Riesenrunde gemacht. Später war der noch da und wir haben es für 30 Euro bekommen. Und wie ich euch gezeigt habe, habe ich dann einfach die Hand dazu bekommen, also geschenkt bekommen. Und an sich, Leute, das Wetter hat jetzt nicht so gut mitgemacht. Es war mega kalt. Dementsprechend haben wir uns auf die innere Seite, also auf den inneren Bereich gefreut. Und es war eine super gute Entscheidung, ganz früh vor Ort zu sein. Wir waren kurz nach 9 dort und später war es rappelvoll. Man konnte wirklich an den Ständen fast gar nichts sehen. Und es war wirklich sehr, sehr voll. Ich denke, es ist einfach bekannt. Jeder wollte dahin. Aber wirklich früher, sogar noch früher vor Ort sein, das macht mehr Sinn, finde ich. Also ich finde, bei diesem Flohmarkt hat man sehr viel Antik gefunden, sehr schöne Möbelteile, sehr schöne Stühle, aber so eher so große Möbelteile, finde ich. Jetzt auch sehr schöne Bilderrahmen, Riesenbilder, Gemälde und alles. Das hat man gefunden, aber nicht solche Krimskrams. Das habe ich jetzt für mich nicht gefunden. Ich habe wirklich nur die zwei Trenchcoats mitgenommen. Die habe ich euch auch, zeige ich euch, getragen. Und die beiden Knopfset hatte ich mitgenommen. Einmal Holz mit Blumen und in einem so einem helleren Holz. Das ist so Orangeholz. Beigeholz nennen wir mal so. Und ich zeige euch jetzt die Sachen doch noch getragen. Krass, der Mann hatte das zwar gesagt, aber ich habe dann gar nicht online geschaut. Und jetzt sehe ich Schneiders Salzburg, Leute, die Jacken. Der meinte auch, dass es über 600 Euro gekostet hat. Jetzt glaube ich ihm auch. Schaut mal, wie die Preise aktuell sind. Okay, schaut mal, wie schön, genau was für mich, genau mein Style. Farbe top, Länge top, ich finde Größe auch richtig gut. Da muss man nichts ändern, also nichts kürzen oder so. Also ich finde alles sehr schön, passt einfach sehr gut, finde ich. Lieben wir. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe entweder 30 oder 20 bezahlt, aber ich glaube 30 hierfür. Und wenn man so überlegt, dass der 405 Euro kostet, also viel mehr gekostet hat, ich würde es auch genauso wie heute kombinieren. Ich mag es. Also die Kombi würde heute klappen. Cool. Und an sich, Mädels, wir hatten so viele Oversize Trenchcoats. Also ich finde Oversize Blazer und Oversize Trenchcoat, egal welche Größe, kann man sehr viele finden. Nachdem ich die gefunden habe, habe ich aber jetzt nicht mehr weiter geguckt, weil ich Angst hatte, dass ich noch andere schön finde. Deswegen habe ich bei den beiden belassen. Also Oversize Blazer und Oversize Trenchcoat könnt ihr immer wieder mal suchen und finden und nicht auf die Größe achten, einfach nur getragen anschauen. Jetzt noch eine Jeansjacke. Das habt ihr ja auch, glaube ich, schon so teils gesehen. Mein Neffe hat sein Bestes gegeben, um aufzunehmen. Aber naja, es war ja auch sehr voll. Also bei dem hier müsst ihr überlegen, ich muss ganz viel ändern. Der hat hier beiden Schulterpolster, die sind aber so ein bisschen komisch. Die muss ich abnehmen. Komplett die Nieten muss ich abnehmen. Und falls da jetzt zu viele Löcher entstehen sollten, werde ich einfach hier einfach Blumen oder solche andere schöne Sachen stecken. Und dann werde ich sozusagen die Löcher damit kaschieren. Aber jetzt einfach nur stellt euch das jetzt mit ohne Schulterpolster und ohne das alles vor und die Knöpfe werde ich dann wechseln. Ob jetzt diese Knöpfe dazu passen werden am Ende, weiß ich nicht. Kann man aber vielleicht machen, 3 Stück und dann vielleicht dementsprechend in dieser Farbe Blumenmuster vielleicht in dieser Farbe dann dazu oder das. Aber ich hatte die einfach so mitgenommen, ohne jetzt, das habe ich ja auch vorher genommen als jetzt die Jacke.
Also die Jeansjacke, müsst ihr euch vorstellen, es ist eine schöne Jeansjacke, eine Oversize-Jeansjacke, die aber noch aufgepeppt, die noch aufgepeppt werden muss. Aber sonst für 20 Euro finde ich okay. Ganz okay. So, schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ihr Lust habt, ob ich euch mitnehmen soll beim Gestalten. Aber erst kommen beide Teile in die Wäsche. Und ein Bilderrahmen. Mehr habe ich auch gar nicht mitgenommen. Ein Bilderrahmen für 1 Euro. Mehr habe ich auch gar nicht mitgenommen. Ich verabschiede mich, wünsche dir einen angenehmen Tag. Deine Hijab-Blos.